gefällt mir. Ein Klick darauf und Facebook weiß Bescheid. Doch was viele nicht ahnen, auch ohne auf den Button zu klicken, wird Facebook mit Daten versorgt im Hintergrund. Facebook erfährt, welche Webseiten jemand angesteuert hat, auch wann und wie oft. Auf diese Weise könnte Facebook durchaus ein Profil vom Benutzer anfertigen. Ja, die Datenschützer monieren insbesondere, dass die Daten unbemerkt und vor allem ohne Zustimmung an Facebook übertragen werden. Was Facebook mit den Daten eigentlich anstellt, das weiß niemand. Facebook behauptet jedenfalls, dass die Daten anonymisiert übertragen werden, so dass sie nicht an einzelne Personen geknüpft sind. Ob es stimmt, das weiß man eben nicht. Die Datenschützer, die bleiben hart in der Kritik. Die verlangen ernsthaft, dass Webseitenbetreiber ihre Facebook-Buttons und Facebook-Funktionen aus den Webseiten entfernen und erklären das also auch sehr ausführlich, warum sie das so sehen. Alle Facebook-Funktionen und alle Buttons aus Webseiten rauszunehmen, das ist schon ein harter Schritt, denn viele mögen ja schließlich diese Facebook-Funktionen. Viel sinnvoller wäre es zweifellos, sich mit Facebook an einen Tisch zu setzen und sich Alternativen zu überlegen, die praktikabler sind. Und solche Alternativen gibt es durchaus, zum Beispiel auf den Webseiten des SWR. Auch da gibt es Buttons von Facebook und Google+. Aber der Unterschied ist hier, man muss mit der Maus darüber fahren und erst dann, wenn man einmal klickt, erscheint der eigentliche Facebook-Button und erst dann werden Daten an Facebook übertragen. Bei Google+ ist es übrigens ganz genauso. Also eine interessante Alternative, ein Klick mehr und so ist sichergestellt, dass man vorher sozusagen zustimmt, dass der Button erscheint. Und es ist so, dass der User aber auch selbst kontrollieren kann, ob überhaupt solche Facebook-Funktionen in den normalen Webseiten erscheinen. Man kann es kontrollieren mit einem Facebook-Blocker. Der Facebook-Blocker ist eine gute Hilfe. Es gibt ihn für alle gängigen Browser, mit Ausnahme des Internet Explorer. Einfach die kostenlose Erweiterung herunterladen und im Browser installieren. Anschließend sorgt die Software dafür, dass keine Facebook-Buttons oder Kästen von Facebook mehr erscheinen. Sie verschwinden einfach. Was man auch machen kann, die Browser-Cookies verwalten. Hier merken sich die Browser die Daten von Facebook. Suchen Sie doch mal nach Cookies, die von Facebook kommen. Die können Sie bedenkenlos löschen. Und wer keine Daten an Facebook übertragen will, der verbietet seinem Browser einfach, Cookies von Facebook.com anzunehmen. Ja, Facebook und Datenschutz, das ist ja so eine Sache und die Privatsphäre-Einstellungen, die sind bei Facebook wirklich ein bisschen kompliziert. Das ist bei Google+ deutlich besser gelöst. Einfacher, transparenter, anschaulicher, so sollte es wirklich sein. Und siehe da, Facebook hat reagiert und in einem Firmenblog jetzt angekündigt, dass genau das besser werden soll. Man wird in Zukunft entscheiden können, ob man überhaupt in Fotos markiert sein will oder in Fotos von Freunden zum Beispiel auftauchen will und vieles andere mehr. In einigen Tagen soll es losgehen mit den neuen Privatsphäre-Einstellungen. Ein Schritt in die richtige Richtung. Aber was ist eigentlich alles über mich bei Facebook gespeichert? Mit wem bin ich befreundet, vernetzt? Welche Fotos habe ich hochgeladen? Das kann man in so einem Animationsvideo sehr schön anschaulich machen. Und dieses Animationsvideo, das erzeugt ein Online-Dienst kostenlos für Sie. Und so geht's. Einfach die Anmeldedaten für Facebook eintragen. Schon erzeugt die Seite eine 3D-Tour durch das eigene soziale Leben. Es entsteht ein Videofilm, der wie ein Museumsbesuch aussieht, gefüllt mit Exponaten aus dem virtuellen Ich. Im ersten Raum hängt das Porträtfoto, im nächsten Raum schweben eigene Fotos durch den Raum. Je mehr man auf Facebook von sich preisgibt, umso beeindruckender sieht diese virtuelle Ausstellung aus. Natürlich werden auch die virtuellen Bande mit anderen Personen visualisiert. Da schweben dann unzählige Porträtfotos im Raum, die durch dünne Fäden miteinander vernetzt sind. Das also ist das soziale Netzwerk bei Facebook. Witzig, optisch ansprechend gemacht und auch irgendwie aufschlussreich. Ja, natürlich kann man das Animationsvideo und einzelne Standbilder daraus auf Knopfdruck auf der eigenen Facebook-Seite veröffentlichen. Mehr dazu finden Sie auf unserer AKS-Homepage, wie immer unter der bekannten Adresse unter www.aktuellestunde.de. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcast-Liste und die Nutzungsbedingungen.